Hallöchen YouTube, hier wieder Surround Gaming. Ja, natürlich mit einem Ryzen Spezial. AMD hat ja sozusagen jetzt so langsam durchsickern lassen und viele Influencer haben die ersten CPUs aus den Staaten bekommen oder über Umwege, sage ich mal, über UK und so weiter und so fort. Darüber wollen wir heute nicht philosophieren. Wir haben uns natürlich alle Ressourcenquellen angezapft, die wir haben, um einfach zusammenzufassen. Ryzen 7950X, 7900X, 7700X und 7600X. Darum soll es im heutigen Podcast gehen. Und es gibt ein paar spannende News. Ich denke mal auch viele positive Indikatoren, muss man klipp und klar sagen. Deswegen nach dem Intro geht's gleich los mit den ersten Fakten zu den neuen Zen 4 Prozessoren. Freut euch drauf und auf geht's. Surround Gaming. Ja, willkommen zurück bei Surround Gaming. Wie schon angedeutet, gibt es viele positive Sachen, sage ich mal, zu berichten von den neuen Ryzen CPUs Zen 4. Die sind ja sozusagen erstmalig im 5-Nanometer-Verfahren bei TSMC gefertigt worden. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall auch schon mal gut, weil es steht anscheinend auch dafür, dass TSMC und natürlich AMD dann guten Job gemacht haben, weil man muss klipp und klar sagen, die Werte sind durchweg positiv. Also ich sag mal so, die CPUs haben an Performance doch deutlich zugelegt. Es gibt da so unterschiedlichste Konstellationen, wo man sagt, das ist dann bis zu 30% sogar zum Vorjahresmodell, wenn man den 5950X und den 7950X beäugt. Ich sag mal so, das ist natürlich je nach Workload, ob es nun, sage ich mal, irgendwelche Workstation-Themen sind oder ob es denn reines Gaming ist, da ist es nicht ganz so massiv. Aber unterm Strich kann man schon zusammenfassen und wir wollen ja auch immer ein bisschen kurz und knackig das halten. Weil ich sag mal so, die Feinheiten kristallisieren sich jetzt eh über die Zeit erst raus. Aktuell sind ja die CPUs noch nicht verfügbar. Selbst die Boards sind noch nicht verfügbar. Die werden jetzt sozusagen so langsam den Markteinstieg wagen. Und ich sag mal so, die einzigste Schattenseite, wie es natürlich, sage ich mal, leider dem Zeitgeist entspricht, sind die Preise. Die Preise sind dementsprechend natürlich auch angewachsen. Sicherlich nicht vielleicht so dramatisch, wie es sich abzeichnet bei anderen. Wir hatten ja nur so das grüne Lager, was mit den, ja muss man wirklich sagen, utopischen Preisen, sage ich mal, mit der 4900er RTX Grafikkarte aufgewartet hat. Da muss man ja wirklich schon sagen, das ist dann nochmal eine ganz andere Kategorie, was da die neuen RTX Grafikkarten von Nvidia, sage ich mal, kosten sollen. Und dennoch diese 4080, 4090 Abstufungen, die sind natürlich auch sehr gewagt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wer es verpasst hat, gerne unser Video von zuvor einfach angucken. Da haben wir das auch nochmal ein bisschen aufgesplittet, was sich dahinter verbirgt, hinter diesen ja Tarn- und Täuschen-Botschaften leider vom grünen Lager. Beim roten Lager sieht es ein bisschen dahingehend, sage ich mal, eher für klare Fakten aus. Wir haben mit dem Spitzenmodell den Ryzen 9 7950X, den neuen, ja, muss man sagen, Workload-Spezialist, wer was im Endeffekt so ein bisschen, ja, so ein Spagat macht zwischen, sage ich mal, der Arbeitswelt und der Gaming-Welt. Ihr könnt aus dem 7950X auch einen kastrierten 7700er X machen, indem er sozusagen einen Die wegschaltet und dann hat er die Vorzüge, sage ich mal, von der aktuell schnellsten Gaming-CPU und die ist wirklich schnell. Da ist natürlich die ARM5-Plattform auch mit für verantwortlich, der schnelle GDDR6-Speicher, GDDR5-Speicher, 6 sind wir noch nicht, GDDR5. Wir sind noch nicht sozusagen auf den Höhen der Grafikkarten, aber der GDDR5-Speicher mit 6000 MHz, so ist richtig, trägt dazu natürlich viel bei. Insgesamt scheint die Plattform, und da sind sich alle Quellen, sage ich mal, einig, die man so jetzt rezitieren kann und sich angeschaut hat, oder wir uns angeschaut haben, die Plattform ist verdammt schnell. Also die ARM5-Sockel haben sich wirklich gelohnt und der Umbau von AMD mit den Boardpartnern scheint auch sehr solide funktioniert zu haben. Von der Seite her kann man sich schon drauf freuen, wenn man denn, und das ist jetzt die große Schattenseite, natürlich das nötige Kleingeld hat, weil ihr müsst bei der Plattform, wenn er dann, sage ich mal, sowas anstrebt, einen kompletten Wechsel mit Speicher, CPU, Mainboard
und natürlich eigentlich auch Netzteil ins Auge fassen. Das sind natürlich, sage ich mal, nahezu alle wichtigen Komponenten, Grafikkarte. Ja, ich sag mal so, da müsst ihr natürlich nicht ins Volle greifen und holt euch die aktuellen Grafikkarten. Man kann eine Generation zurückgehen, aber ich sag mal so, diese Plattform jetzt hier gerade ist natürlich Idealzustand, auch wenn es natürlich vom Preis jenseits von Gut und Böse ist, für, sage ich mal, High-End-Grafikkarten, weil der limitierte Faktor ist natürlich immer die Grafikkarte, ist natürlich die Grafikkarte exorbitant schnell und der CPU wird irgendwann sozusagen vielleicht ins Limit rennen. Dann ist das natürlich bedauerlich, wenn man sozusagen nicht das Äußerste an der Hand des CPUs hat. Das ist natürlich für die meisten da draußen nicht der Fall. Ich sag mal so, viele spielen immer noch in 1080p, 1440p. Die wenigsten gehen ins 4K-Lager oder sogar höher. Das sind dann die absoluten Enthusiasten, muss man klipp und klar sagen. Und der Zeitgeist ist noch nicht reif für 8K. Auch bei der jetzigen Generation muss man klipp und klar sagen, 8K wird in hohen Frames nicht abzubilden sein. Von dem Warte muss man klipp und klar sagen, sollte man eher hier maximal 1440p oder 4K in ja schon sehr guten Frames, sage ich mal, abhandeln können, das ganze Thema. Aber wie gesagt, erstmal zurück, Ryzen CPUs, wir gucken uns auch natürlich, oder ich erzähle natürlich auch noch kurz was zu den Preisen. Das ist, denke ich auch das sehr, sehr Spannende, was sich dahingehend geändert hat. Der 7950 X ist ja ein 16-Kerner mit 32 Threads, also 5950X absolut ebenwürdig. Der 5950X, wir haben ihn selber im Einsatz, ist ja damals eingestiegen mit rund 900 €. Dementsprechend 7950X nahezu das gleiche. 849, 900 € werdet ihr dafür berappen müssen. Ist natürlich ein ganz schöner Schub, wenn ihr überlegt, auch die Mainboards werden teurer werden. Ihr braucht, sage ich mal, aktuell kommen nur die 670er X mit den E hinten dran, mit den Xtreme sozusagen. Also die besseren Boards auf dem Market. Die anderen werden ein bisschen später, sage ich mal, brauchen die etwas günstigeren. Man sieht auch hier die Tendenz, natürlich erstmal die ganz teuren Sachen zu verkaufen. So ein Mainboard liegt ungefähr bei Roundabout 600 €, 500 € müsst ihr rechnen. Also ich sag mal so, das wird ein nicht ganz kostengünstiges Upgrade. Da seid ihr locker mal mit, sage ich, Speicherbaustein und der Netzteil bei locker über 2000 €. Das ist natürlich dann auch schon wieder, wo ich sage, lieber ein bisschen warten. Und es gibt aber Alternativen, muss man auch klipp und klar sagen. Also der GDDR5 5200er Speicher ist ja der kleinste. Das vielleicht auch noch angemerkt, das ist für alle sozusagen identisch. 34 Megabyte L3 Cache hat jetzt sozusagen die große Version. Das hat mich ein bisschen verwundert. Den 7950X, wie gesagt, mit 64 Megabyte Cache L3 ist damit aber immer noch deutlich unter dem 5800X3D, der mit 96 Megabyte Level 3 Cache aufgewartet hat und auch einen enormen Performance Boost bekommen hat. Man merkt auch da, wird mit Sicherheit eine X3D-Version platziert werden. Ich bin gespannt, wo, weil was auch auffällt im Endeffekt, es fehlt ein 7800X. Entweder hat man den sich mit Absicht aufgespart, dass man diesmal keinen normalen 7800X rausbringt, sondern gleich als Konter gegen Raptor Lake von Intel, was ja nächsten Monat ansteht, ein 7800 X3D denn sozusagen im nächsten Jahr aber erst kontert und dann wieder den Cache nach oben drückt, weil der Cache, also der 5800 X3D, wir haben ihn auch im Einsatz, wir haben sogar zwei davon, absolutes Brett, muss man wirklich sagen, das auf ein gutes Board montiert. Das muss auch nicht unbedingt ein X570 sein, kann auch gerne was B550er-artiges sein. Das Ding liefert hart ab, muss man sagen, dazu gepaart 4000er Speicher, wenn er denn gut funktioniert auf dem Board, ist eine sehr solide Plattform, die auch teilweise an den Benchmarks hat man gesehen bei einigen Kollegen, dass der 5800 X3D in einigen Spielszenarien sogar die Nase noch vorn hat, sogar vor den neuen Ryzen CPUs. Das sind natürlich immer so Sonderbegebenheiten, muss man klipp und klar sagen, wenn das Spiel ideal dazu passt und hoher Cache,
sozusagen erforderlich ist, dann brummt das Ding. Kostet mit 444 Euro aktuell eine schöne Schnapszahl, auch ungefähr so viel wie der 7700X, der liegt bei 479. Der 7900X, also eine Stufe, sage ich mal, noch drüber, bei 669. Und gehen wir nochmal ganz nach unten in den Keller beim Ryzen 5. Der ist ja sehr beliebt und der ist auch so ein bisschen wieder der Sweet Spot. Wir haben ja den 5600X auch sehr gehypt, haben ihn auch selber da. 6 Kerne, 12 Threads, damals der 5600X mit 4,6 GHz. Jetzt gibt es den ganzen mit 5,3 GHz und gepaart natürlich mit 32 MB Level 3 Cache. Damit ist er identisch zum 5600er. Kostet er 359 Euro. Die einzigste Schattenseite, ich sag mal, was man einfach verkraften muss, ist natürlich der Stromzuwachs von, der hat damals nur der 5665 Watt verbraucht. Damit war er natürlich ein echter, effizienter Kollege, der wirklich harte Performance abgeliefert hat mit wenig Stromverbrauch. Jetzt sein Nachfolger, der 7600X, wird mit 105 Watt gelistet und mit 142 Watt Spitzenleistung. Damit ist er beim Spitzenwert sogar, muss man klipp und klar sagen, doppelt so leistungshungrig, was den Verbrauch angeht, wie sein Vorgängermodell. Deswegen kurz und bündig, spannende Palette, nochmal zusammengefasst, 7800X fehlt, die 79er Serie, 7950, 7900X, also wir haben alles dabei von 16 Kerne, 12 Kerne, 8 Kerne, 6 Kerne. Da gab es jetzt nicht einen Zuwachs, dass man sagt, 7950 hat jetzt zum Beispiel 24 Kerne. Das hat sich nicht bewahrheitet. Und was natürlich auch noch spannend zu sehen ist, dass der 7950X diesmal mit bis zu 5,7 GHz taktet. Der 7900X mit 5,6 GHz, der 7700X mit 5,4 GHz und wie schon gesagt, der 7600 mit 5,3 GHz. Wir rechnen alle damit, kurzer Brückenschlag zu den Intel-Kollegen natürlich, dass Intel sich natürlich die Krone zurückholen wird. Deswegen, es wird ein kurzes Schauspiel sein. Ich denke mal über die Brechstange mit der hohen Taktfrequenz, die derzeit so, man munkelt, über 6 GHz sein wird bei Intel mit Raptor Lake, werden sie sich die Spitze wieder zurückerkaufen. Die Frage ist nur Effizienz. Also da hat natürlich Ryzen bzw. AMD natürlich jetzt im Moment ja schon ganz gut vorgelegt. Die haben wirklich einen hohen Leistungszuwachs und das in Betracht, sage ich mal, auf den erhöhten Stromverbrauch, der auch da ist. Also zum Beispiel noch der 5950X verbrauchte sozusagen, also TDP war 105 Watt. Der 7950X hingegen hat 170 Watt, also 65 Watt, sage ich mal, mehr. Und bei der Spitzenleistung verschlingt er 230 Watt. Das hört sich jetzt augenscheinlich viel an, ist es auch. Man muss einfach sehen, das sind natürlich Nebenkosten, die euch, sage ich mal, das Geld aus den Geldbeuteln natürlich ziehen. Aber man muss natürlich sagen, der 7950X ist natürlich eine Workstation eher, also eher für Workload konzipiert. Viele Kerne, kann viele Sachen gleichzeitig abhandeln. Und dann wird er natürlich wieder für das, was er wegschaufelt, relativ, er ist sozusagen deutlich effizienter wie sein Vorgänger. Der 5950X, weil er einfach mehr schafft durch seine neue Architektur und die neuen Begebenheiten. Aber es ist natürlich schon immer noch ein bisschen mit Argwohn zu sehen. Ich sag mal, der 7950X passt mir auch noch nicht ganz, weder vom Preis noch vom Stromverbrauch. Das ist, denke ich mal, eher nicht die erste Wahl, wenn wir wieder um Sweet Spot reden. Also wir auf dem Channel werden uns auch gerade um die beiden Sachen, sage ich mal, drehen, was die 7700X angeht. Ein 8-Kerner, 16 Threads mit 105 TDP, sicherlich so wie die Vorgängermodelle vom Stromverbrauch. Der 7600 hat genau den gleichen Verbrauch, kostet aber erstmal auf dem Papier 120 Euro weniger mit 359, 6 Kerne, 12 Threads. Da muss man einfach mal gucken. Viele haben ja gesagt, oh, 6 Kerne ist obsolet, braucht man nicht mehr, beziehungsweise macht keinen Sinn, man braucht mehr Kerne.
Das spiegelt sich nicht wider, muss man klipp und klar sagen. Der 5600X immer noch ein sehr gefragter CPU, im Moment auch wirklich ein Geheimtipp, deswegen hier auch nochmal hingewiesen. Der wird jetzt abverkauft, natürlich dadurch, dass sein Nachfolger in den Startlöchern steht. Aber im Moment muss ich sagen, für wirklich Kampfpreise, da merkt man, dass die Leger wirklich voll sind für 175 €. Also wer jetzt noch eine gute CPU haben will, von der Foriengeneration, der sollte jetzt zuschlagen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt die Preise durchsickern und die Verfügbarkeit, die ersten Chargen kommen von den Sima Ryzen sozusagen, dann ist nämlich auch Schluss mit Abverkauf der alten Generation, weil die sind deutlich günstiger als im Endeffekt das, was hier die neuen CPUs haben, nämlich fast, ich kriege ja dafür zwei 5600X CPUs. Und ich sag mal so, wir reden jetzt zwar über einen Leistungszuwachs, aber ich kann mit einer 5600X CPU auch eine Menge Spaß haben und spare im Moment eine Menge Geld. Und das sollte man auch im Auge haben. Also Sweet Spot absolut ist der 7000, ist der 5600X. Zu den Preisen derzeit unschlagbar. Da kommt nichts ran. Da kann man wirklich ein super System bauen. Damit kommen wir jetzt natürlich auch schon zum Schluss des heutigen Videos, weil viel mehr Infos gibt es eigentlich nicht. Jetzt könnte man, ich verweise euch da ruhig auch auf die Kollegen, sage ich mal, ihr kennt sie alle, die viele Benchmarks jetzt gemacht haben und Vergleiche und Tabellen. Ich habe mir natürlich ein paar angetan, ein bisschen Recherche betrieben, um einfach hier aussagekräftig zu sein, wo der Hase langläuft. Deswegen da könnt ihr natürlich auch, wenn ihr ins Detail gehen wollt, wenn ihr euch angucken wollt, Shadow of the Tomb Raider, wie lief es da, wie lief das im Endeffekt im Blender, wie lief das bei einigen, sage ich mal, Anwendung, was ist da die beste CPU? Da haben sich viele unserer Kollegen schon sehr viel Mühe gegeben, deswegen gerne da auch ein Verweis an Igor's Lab und so weiter und so fort. Die sind da immer sofort am Start dabei und da ziehen wir auch unsere Informationen her, weil wir sind jetzt, Gott bewahre, viel zu klein, um jetzt schon als Influencer, sage ich mal, irgendwelche CPUs zu bekommen. Deswegen, wir sind jetzt nicht in der Lage, hier Tests zu fahren. Muss ich gestehen, bin ich aber auch gar nicht so scharf drauf, weil es macht eine Menge Arbeit, das weiß ich. Und wir haben auch nicht die Kapazitäten, um jetzt so viele CPUs hier durchzutesten. Aber wir gucken uns das natürlich gern an und werden natürlich vereinzelt uns auch die einzelnen CPUs, die für uns auf dem Channel spannend sind, ranholen, um einfach zu sagen, wo ist der Sweet Spot, wo sind die Leistungszuwächse. Und wir tendieren ja auch immer zum High-End-Bereich 4K. Was ist da, sage ich mal, auszureizen, ohne den Sweet Spot gänzlich zu verlassen, weil es muss natürlich immer noch erträglich sein, auch im Portemonnaie. Das ist, glaube ich, im Moment sehr wichtig, weil mit Geld kann man vieles erschlagen, da kann man sich die letzten 10% Leistung auch irgendwie erkaufen. Aber ob es immer sinnhaft ist und ob man dann mehr Spaß hat, das muss jeder selber wissen. In dem Sinne würde ich sagen, Surround Gaming ist erstmal out. Wir freuen uns natürlich über Kommentare, Daumen hoch, Likes etc. etc. Aber auch gerne da lassen, wenn ihr keinen Content mehr verpassen wollt. Habt eine schöne Woche, habt viel Spaß und wir beäugen weiter die CPUs und GPUs dieser Welt für euch. Surround Gaming ist out. Bis dann.